In Anbetracht der vielfältigen Probleme will der Vizekanzler Österreichs zu drastischen Konsequenzen greifen und Asylbewerber in Kasernen unterbringen und erwägt eine Ausgangssperre, bis das offene Asylverfahren geklärt ist und über den Asylantrag rechtsverbindlich entschieden wurde, um tatsächlich den Asylmissbrauch einzudämmen bzw. zu verhindern. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass vermeintliche Flüchtlinge so lange in Camps verbleiben müssen, bis die Identität zweifelsfrei ermittelt wurde und sich nicht im Land frei bewegen dürfen, vor allem wenn man ständig von Übergriffen durch Männergruppen liest und die Bürger sich mit den unsagbaren Problemen im Alltag rumplagen müssen.